9 seltene und schöne Tiere, die du nur einmal in 1000 Jahren siehst. Von einer bezaubernden Disco-Schnecke bis hin zu einem wunderschönen Pferd mit goldenem Fell. Wir stellen dir 9 seltene und schöne Tiere vor, die du nur einmal in 1000 Jahren sehen wirst. Lass uns loslegen. Nummer 9. Gelber Indianerfrosch, schöner indischer Prinz. Die Einwohner von Amgaon Bara im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh haben einen ziemlichen Schock erlitten, als sie vor kurzem über eine große Gruppe seltener gelber Frösche gestolpert sind. Berichten zufolge sorgten die kleinen Kerlchen für einen ziemlichen Aufruhr. Die Einheimischen befürchteten, dass sie giftig sein könnten und flüchteten in die Berge. Einige versuchten sogar, sie ganz zu beseitigen. Zum Glück war der Umweltschützer Alok Tiwari zur Stelle, um diese Sache richtig zu stellen. Es scheint, dass diese gelben Frösche eine seltene Art indischer Ochsenfrösche sind, die sich während der Paarungszeit so färben. Das ist etwas, das man nicht jeden Tag sieht. Auch wenn sie ein bisschen gruselig aussehen, sind sie eigentlich harmlos. Wer hätte gedacht, dass die Liebe dich so gelb machen kann? Nummer 8. Seltener Bongo. Was du in diesem Video siehst, ist eine Herde unglaublich seltener Bongo-Antilopen. Sieh dir nur ihre einzigartigen und wunderschönen Mahagoni-Felle und diese majestätischen langen, leicht spiralförmigen Hörner an. Sie sind einfach faszinierend. Das zweite Video zeigt eine der Antilopen aus der Nähe, sodass du dieses Tier in seiner ganzen Pracht bewundern kannst. Hier ist ein lustiger Fun-Fact für dich. Wusstest du, dass viele Afrikaner den Kontakt mit Bongos meiden, weil sie glauben, dass diese Tiere epilepsieähnliche Anfälle verursachen können? Dieser Aberglaube hilft jedoch nicht, die Antilope zu schützen, denn sie gehört zu den am meisten gefährdeten Säugetieren in Afrika. Wenn man diesen Videos Glauben schenken darf, ist dieses Tier von einer Schönheit, die man nur einmal in 1000 Jahren zu sehen bekommt. Diese Tiere sind nachtaktiv, aber man kann sie auch tagsüber sehen, wie in diesen Videos. Es wird vermutet, dass es in Gefangenschaft mehr Bongos gibt als in freier Wildbahn, was irgendwie traurig ist, findest du nicht? Leider werden Bongos wegen ihres Fells und ihrer Hörner als Trophäen gejagt. Nummer 7. Babakina anadoni. Kannst du mir sagen, ob das eine Meeresschnecke oder eine Disco-Schnecke mit regenbogenartigen Farben ist? Sie strahlt Licht mit Rhythmen aus. Mit ihren lila, blauen, gelben, rosa und weißen Farben sieht sie aus wie ein Tapetenmuster in einem Hotelzimmer, in dem irgendeine Band aus den 60er Jahren logiert. Wie du in diesem Video sehen kannst, sind diese Kreaturen unglaublich winzig. Sie sind nur 2 cm lang und man kann sie an der Westküste Spaniens und im Südatlantik sehen. Experten halten Babakina anadoni für die schönste Art von Meeresschnecken. Und wenn ich mir diese Videos ansehe, die sie in ihrer vollen Pracht zeigen, kann ich nur sagen, dass die Experten recht haben. Diese winzige Kreatur ernährt sich von Seegras, Anemonen und anderen Meeresschnecken. Diese Schnecke ist ein Zwitter, was bedeutet, dass sie sowohl männliche als auch weibliche Fortpflanzungsorgane hat, falls du das noch nicht wusstest. Die Haut von Babakina anadoni ist giftig und dient als Abwehrmechanismus gegen Fressfeinde. Auch wenn sie wie eine bunte Disco-Kugel aussieht, solltest du sie besser nicht anfassen. Aber ich muss dich trotzdem fragen, ob du mit dieser Kreatur wohl feiern möchtest? Nummer 6. Weißer Pfau. Geht es nur mir so oder sieht dieser Pfau aus wie eine Kombination aus einem Vorhang, einem Hochzeitskleid und einer Schneeflocke? Sein viktorianisches Aussehen trägt nur zu seinem Charme bei und seine Federn sehen aus wie gehäkelte Spitze, findest du nicht auch? Die beiden anderen Pfaue sind genauso beeindruckend. Sie sind auf dem indischen Subkontinent beheimatet und werden nur selten in freier Wildbahn gesehen. Wegen ihrer Schönheit werden sie sehr geschätzt und oft in Gefangenschaft gezüchtet, wo sie bis zu 50 Jahre alt werden können und mit 2 Jahren ihre volle Größe erreichen. Wir kennen die genaue Größe dieser Pfaue hier nicht, aber sie sind sehr beeindruckend.
Auch diese Pfaue hier sind keine Albinos, sie haben nur eine genetische Mutation, Leuzismus, durch den ihre Federn weiß werden. Ihre Augen sind von dieser Krankheit jedoch nicht betroffen. Im Laufe der Geschichte stand das Weiß des Vogels für die Reinheit, Zärtlichkeit, Ewigkeit und bedingungslose Liebe. Ihr Preis kann um die 1400 Euro betragen. Was hältst du davon, so einen Pfau als Haustier zu halten? Nummer 5. Großer Fetzenfisch. Man muss kein Experte sein, um zu wissen, wie dieser Fisch zu seinem Namen kam. Ja, wie du in diesem Video sehen kannst, sehen diese Kreaturen aus, als bestünden sie aus Fetzen. Wenn du auch denkst, dass sie wie Seepferdchen aussehen, dann liegt das daran, dass sie mit ihnen verwandt sind. Und wie bei den Seepferdchen tragen die Männchen die Babys aus. Diese Fische ernähren sich von Plankton und Krustentieren und haben ein außergewöhnliches Sehvermögen, mit dem sie sich an ihre Beute heranpirschen können. Ihr Aussehen dient nicht nur der Dekoration, sondern auch dem Schutz vor Raubtieren. Sie sind nur 30 cm lang und kommen nur in Australien vor. Leider ist diese Art vom Aussterben bedroht, weil die Menschen begonnen haben, sie zu jagen und als Haustiere in Aquarien zu halten und weil ihr Lebensraum durch Umweltverschmutzung, Düngemittelabfluss und Fischfang bedroht ist. Nummer 4. Seltenes Baumkänguru. Würdest du gerne in einem Beutel reisen? Dieses Tier hat ein bärenähnliches Gesicht, verhält sich aber wie ein Affe und klettert auf Bäume. Allerdings ist es ein seltenes Baumkänguru. Schau dir dieses süße Baby in diesem Video an. Wenn es geboren wird, ist es kleiner als ein Korn und wird dann durch einen von der Mutter markierten Kanal geschoben. Ein neugeborenes Känguru ist blind und stark unterentwickelt. Nach 6 Monaten der Aufzucht im Beutel streckt es seinen Kopf heraus und beobachtet die Welt ein wenig. So wie in diesem Video. Bald darauf ist es jedoch bereit, die Welt selbst zu erkunden. Dieses Tier ernährt sich von Blättern und anderen pflanzlichen Materialien. Kein Scherz, das ist ein bezauberndes Tier. Der Anblick einer Mutter und eines Känguru-Babys in diesem Video bringt selbst die härtesten Herzen zum Schmelzen. Nummer 3. Malaiischer Tapir, Oreo. Sieh dir diese verschlafenen Augen an. Sein tonnenförmiger Körper ermöglicht es ihm, sich schnell durch einen scheinbar riesigen Zoo zu bewegen. Aufgrund seines schwarz-weißen Fells gehört der süße Kerl, den du rechts siehst, zu einer Spezies mit dem Spitznamen Oreo Cookie, auch bekannt als malaiischer Tapir. Oreo ist ein seltsamer Spitzname für ein Tier, aber wenn ich mir dieses schöne Exemplar in diesem Video ansehe, kann ich nur sagen, dass es wirklich zu ihm passt. Wie du sehen kannst, ist seine Schnauze wie eine kleine Trompete geformt. Dieses Video wurde zwar am Tag gedreht, aber malaiische Tapire sind eher nachts aktiv und fressen mit einem kräftigen Biss Blätter und Früchte vom Waldboden. Wie würde es dir gefallen, diesen Keks zu treffen? Nummer 2. Pardellochs. Wenn du dich schon immer gefragt hast, wie der iberische Luchs klingt, dann wird dir das wunderbare Exemplar, das du in diesem Video siehst, das Geheimnis verraten. Und was sagt der Luchs? Wow, ist das ein Luchs oder ein Vogel? Es klingt auf jeden Fall wie ein Vogel. Außerdem reicht ein Blick auf diese Katze, um dich dazu zu bringen, sie zähmen zu wollen. Aber du solltest deinem Instinkt widerstehen, denn eine wilde Katze kann nie ganz gezähmt werden. Der iberische Luchs ist eine extrem gefährdete Tierart, für deren Erhaltung viel getan wurde, aber ohne großen Erfolg. Das wäre eine Schande, denn diese Art von Katze sieht man nur einmal in 1000 Jahren. Ich meine, schau dir nur das hier an. Sie sieht aus wie ein Intellektueller mit einem Ziegenbart und spitzen Ohren, die ihr ein teuflisches Aussehen verleihen. Jedenfalls wurden sie früher wegen ihres schönen Fells gejagt, weshalb es nur noch sehr wenige von ihnen gibt. Nummer 1. Karamell-Achaltikina.
Zum Schluss kommen wir zu dem schönsten und beliebtesten Tier auf unserer Liste. Ein atemberaubendes Pferd mit goldenem Fell und weißer Mähne, das Anmut ausstrahlt, wie auf unserem heutigen Vorschaubild zu sehen ist. Wenn du klassische Schönheit und künstlerischen Ausdruck schätzt, wird dieser Achal-Tikina zweifellos dein Herz erobern. Es ist eine einzigartige Farbe, die einige Pferde haben können, darunter auch der faszinierende Hengst auf unserem Vorschaubild und der im Video. Diese Pferde haben rosa Haut und blaue Augen, obwohl sie gelegentlich auch andere Farben haben können. Dieser Pferdetyp ist so selten, dass du ihn vielleicht nur einmal alle 1000 Jahre siehst. Das Cremello-Pferd auf unserem Vorschaubild und der Hengst im Video sind keine Albinos, wie es bei allen anderen Pferden der Fall ist. Sie haben Pigmente in ihrer Haut und in ihrem Fell. Um als Cremello eingestuft zu werden, muss ein Pferd eine kastanienbraune Farbe mit zwei braunen Genen haben. Es kann jedoch schwierig sein, einen Cremello von anderen Pferden mit heller Färbung zu unterscheiden, und ein Gentest ist die einzige Möglichkeit, auf Nummer sicher zu gehen. Welches war dein Lieblingstier auf der heutigen Liste? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal.